Dieses Mal soll es um Tortendiagramme gehen, also um den ersten sozusagen höheren Plot. Und normalerweise erzähle ich in den Videos ja mehr so die technischen Details und weniger die Hintergründe. Aber ein, zwei Worte sollen hier noch fallen bezüglich Tortendiagrammen. Die sind eigentlich nicht so gut geeignet, um Verhältnisse wiederzugeben, da das menschliche Auge nicht so geschult darin ist, Flächen zu vergleichen, besser darin geschult ist, zum Beispiel Längen zu vergleichen. Deswegen sind in fast allen Fällen Balkendiagramme vorzuziehen. Was überhaupt nicht geht, sind 3D-Torten. Die sollte man nur benutzen, wenn man sich komplett disqualifizieren möchte. Gehen tut das natürlich auch in R. In R geht fast alles. Aber da die nun wirklich nicht der richtige Weg sind, um etwas darzustellen, werde ich nicht zeigen, wie. Wer es unbedingt machen möchte, soll sich da eine L-Hilfe schlau machen, aber eigentlich ist davon komplett abzuraten. Keine 3D-Torten, die sind böse. Gut, ich habe hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Einerseits das Arbeitsverzeichnis schon wieder gesetzt und meine Länderdaten eingeladen. Und wir wollen jetzt ein Tortendiagramm erstellen. Das einfachste, also eigentlich ist der Befehl relativ simpel, Pi für Torte. Pi erwartet nicht unsere Variable, und zwar stellen wir mal die Kontinente in ihrer Verteilung da. Hier steckt ja Kontinent Singular. Hier stecken ja jetzt nur die einzelnen Kategorien drin, die Zielwerte sozusagen, oder die das Vorkommen, nicht Vorkommen. Um das auswerten zu können, müssen wir das tabellieren. Also wieder Table, Länder, Kontinente. Hier kommt dann eine Art Vektor raus, wo die Benennungen drin stecken und die Zahlenwerte. Und das kann man als Tortendiagramm darstellen, wenn man von Haus aus einen benannten Vektor hat mit Benennungen und den entsprechenden Werten in den Zellen. Dann kann man das direkt in den Befehl Pi stecken. Wenn wir jetzt einen solchen Datensatz haben, der aus den einzelnen Vorkommen besteht, dann müssen wir zuerst die Tabelle erstellen und dann können wir das Tortendiagramm damit produzieren. Und wenn ich den Befehl aufrufe, haben wir sofort hier so eine schicke Torte mit unseren Kontinenten. In einer etwas belästlichen Darstellung, mit den Beschriftungen allerdings direkt schon an den richtigen Stellen, und wir werden jetzt peu à peu das Ganze noch ein bisschen optimieren. Erste Optimierung vielleicht, wir haben hier unsere Tabelle, und damit wir das nicht jedes Mal weiter benutzen müssen, können wir die Tabelle natürlich wieder in eine Variable schieben, damit wir das im Weiteren direkt verwenden können und nicht jedes Mal diesen gesamten länglichen Befehl eintippen müssen. Als erstes können wir mal die Farbgebung ein bisschen verbessern und dazu packe ich mal die beiden Darstellungen nebeneinander. Weiterhin mit dem Befehl Pi, Tabelle. Und um die Farben zu definieren, können wir die Option Col mitgeben. Und Col erwartet jetzt einen Vektor von Farben. Den können wir direkt definieren, indem wir Farbnamen eingeben. Zum Beispiel Rot, Grün, Blau, Gelb und Schwarz. Der in seiner Länge den Anzahlen von Kategorien entsprechen muss. Also 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und das Ganze wird dann als Farbwert übertragen. Und zwar angefangen von der ersten Darstellung, die hier auf 90 Grad liegt, gegen den Uhrzeigersinn angewandt. R beherrscht eine ganze Menge benannter Farben. Wenn man sich das mal anschauen möchte, kann man den Befehl Colors benutzen. Und dann erscheint hier unten eine ganze Liste von Farben, für die Farbwerte in R vorgesehen sind.
zusätzlich eine ganze Menge von Graustufen von 0% bis 99% bis 100% Grau, was wiederum wieder schwarz wäre und so weiter. Das Ganze gibt es auch noch in Gray. Also jede Menge Farben, die man direkt eingeben kann. Nur müssen wir hier dann entsprechend die Anzahl berücksichtigen von Kategorien, die wir einfärben wollen. Wenn man es ein bisschen einfacher kann man diese Farben auch automatisch erzeugen lassen. Wir nehmen mal einen Vektor oder wir erzeugen mal einen Vektor Farben und der Befehl oder einer der Möglichkeiten, um automatisch eine bestimmte Anzahl von Farben zu erstellen, ist der Befehl Rainbow, mit dem sozusagen den Regenbogen entlang Farbwerte aufgelistet werden und der Befehl erwartet jetzt die Angabe, wie viel Farbwerte erstellt werden soll. In unserem Beispiel können das 5 sein und herauskommen diese Farbwerte in HTML-Kodierung, also in Hexadezimal-Kodierung, damit wir nicht jedes Mal auszählen müssen, wie viele Werte wir eingeben, können wir auch direkt aus unserer Variable Tabelle die Länge dieser Variable, Length von Tabelle, benutzen, die in diesem Fall 5 ist und bei anderen Vektoren, wenn wir einen anderen Vektor haben, den wir schon vorbenannt haben, wenn das keine Tabelle ist, dann könnte hier Length von dem entsprechenden Vektor auch rein und es würden 5 Farben erzeugt werden. Oder 6, wenn der Vektor 6 Stück lang ist. Jetzt können wir wieder unseren Befehl Pi benutzen. Tabelle und Call soll unserem Farbvektor entsprechen. Und jetzt werden diese Farben eben automatisch erzeugt und zugewiesen dem Regenbogen folgen von Rot nach Violett. Es gibt noch ein paar andere Farbskalen, die kann man sich in der Hilfe anschauen bzw. im Internet nachschauen. Nächste Verbesserung könnte unsere Beschriftung betreffen. Hier stehen jetzt jeweils nur die Namen dran, ohne dass wir wissen, wie viel Prozent das Ganze entspricht. Und um das an den Punkten darzustellen, können wir die Beschriftung explizit festlegen. Ich mache dazu auch erst einmal einen Vektor, Schriftung und nehme dazu erst einmal die festen Anteile, also die Zahlwerte. Die bekomme ich aus der Tabelle. Dann würde dort 2 und so weiter dran stehen. Das können wir aber noch ein bisschen schicker machen, indem wir mit dem Befehl Paste der Textteile zusammenklemmt. N ist gleich und Tabelle hinten dran packen. Und dann steht in unserer Beschriftung N gleich 2, N gleich 7 und so weiter. Der Befehl Paste packt automatisch zwischen die einzelnen Textstücke, die man zusammenklebt, ein Leerzeichen. Wenn wir das Ganze noch ein bisschen erweitern wollen, können wir an unsere Beschriftung noch was dran kleben hinten. Und zwar machen wir noch eine Klammer auf. Wir wollen ja nicht nur die absoluten Zahlen, sondern die Anteile haben. Die müssen wir vorher uns berechnen lassen. Und wenn ihr euch noch erinnert, der Befehl, um Anteile aus einer Tabelle herauszuziehen, war PropTable. Tabelle. Dort kommen dann die Anteile von 0 bis 1, 1 entspricht 100% heraus. Das sind recht lange Zahlenwerte, die so genau brauchen wir es nicht unbedingt in unserer Darstellung, also können wir die Sachen noch runden. Der Befehl dazu ist round, und zwar auf 2 Nachkommastellen. Das kommt dann in der Form, machen wir ein bisschen mehr, machen wir 4 Nachkommastellen. Das kommt dann in der Form raus und dann haben wir eine Prozentzahl plus 2 Nachkommastellen für die Prozentzahl. Das, denke ich mal, ist eine gute Beschriftung. Das kleben wir hinten dran. Anteile,
Da wir es nicht mit 0 haben wollen, sondern wirklich in Prozent, rechnen wir es einmal mit 100. Jetzt noch das Prozentzeichen hinten dran. Und Klammer zu. Und wenn wir das in der Form jetzt losschicken, dann habe ich das hier noch nicht erzeugt, die Variable Anteile. Wenn wir das jetzt in der Form losschicken, dann haben wir hier zwei Leerzeichen, das ist nicht so schlimm, das habe ich ja explizit hier reingetan, aber hinter der Klammer kommt eben auch ein Leerzeichen, das sieht nicht so schön aus. Deswegen können wir Paste auch sagen, dass die Trennung nicht erfolgen soll, dass kein Leerzeichen eingeschoben werden soll. Diese Trennung oder kann man abgreifen oder verändern mit der Option sep. Und wenn ich hier einfach zwei Anführungszeichen eingebe, dann wird kein Leerzeichen dazwischen gesetzt, sondern so ein leerer String. Und damit sieht das Ganze schon mal deutlich schicker aus. Damit können wir jetzt unser Balkendiagramm beschriften. Pi von Tabelle. Farben nehmen wir wieder unsere Farben. Und die Beschriftung wird über die Option Labels definiert. Da soll unsere Vektorbeschriftung rein. Beschriftung. Und jetzt können wir dem Ganzen nochmal einen Titel geben. Das ist auch wieder main, genauso wie beim Standard-Plot-Befehl. Main Länderanteile Schuss. Und Beschriftung muss ich natürlich noch ergänzen. So. Jetzt haben wir hier unser n gleich 7, 41,18% Anteil hier. Damit ist das Ganze schon mal ein bisschen klarer. Nur wissen wir jetzt leider nicht mehr, welches Land jeweils oder welcher Kontinent jeweils gemeint ist. Dazu können wir eine Legende noch in den Plot hineinbringen. Der Befehl ist legend. Und zuerst müssen wir angeben, an welcher Position diese Legend angeklebt werden soll. Bei einem Tortendiagramm ist das hier auf der x-Achse ist rechts 1, links ist 0 und genauso auf der y-Achse 0 ist hier unten, 1 wäre hier oben. Wir packen es mal oben rechts hin, also Position 1,1. Die Legende soll als Text die Namen unserer Tabelle anzeigen, also die entsprechenden Kategorien. Und zusätzlich sollen die Farbwerte dargestellt werden. Das können wir über Fill erreichen. Damit werden ausgefüllte Rechtecke erzeugt mit unseren Farben. Und wenn wir das so abschicken, mache ich die Darstellung mal wieder etwas größer. Dann sehen wir hier oben rechts, ist die Legende erschienen mit unseren Farben gefüllt und den entsprechenden Beschriftungen. Und da die in der gleichen Reihenfolge jeweils sind wie in, dem Pi-Befehl, entspricht auch die Reihenfolge der Farben und der Beschriftung, der Reihenfolge und Beschriftung und den Farben hier drin. Wir können jetzt auch nochmal die Schriftgröße ein bisschen verändern mit CX gleich 0,7, damit die Legende nicht drauf reinfallen, Punkt 7, damit die Legende etwas kleiner dargestellt wird. Und jetzt haben wir oben eine kleine Legende, mit der wir die Farben den entsprechenden Kontinenten wieder zuordnen können. Noch schöner wäre es vielleicht, wenn in der Beschriftung das Ganze wäre. Wenn wir das hier noch vorsetzen, dann wird es aber eine sehr, sehr lange Beschriftung jeweils. Also machen wir das ein bisschen anders. Diesen Bereich hier können wir schon mal recyceln. Beschriftung soll zuerst unseren Namen der Tabelle wieder aufnehmen, also Afrika, Asien und so weiter. Dann kleben wir dort hinten dran erst einmal wieder Beschriftung.
Belastung. Also wir tun in die Variable diese Variable selbst rein plus hinten dran geklebte Dinge. Und an der Stelle gebe ich jetzt mal ein Backslash n ein. Das ist ein Steuerzeichen, das bewirkt, dass ein Zeilenumbruch passiert, sodass wir oben dann die Namen haben und in der nächsten Zeile jeweils die Anteile, so wie wir sie eben schon ausgerechnet haben. Und dann können wir das hier, diesen Pi-Befehl hier unten mit unseren neuen Beschriftungen wieder ausführen. Das Ganze sieht dann folgendermaßen aus. Wir haben erst unsere Beschriftung zusammengeklebt. Die sehen dann so aus: Afrika, Backslash N und dann unsere Anteile. Und wenn wir das in den Plot überführen, dann steht hier oben der Name und in der nächsten Zeile stehen die jeweiligen Anteile in absoluten Zahlen. Und das ist sehr wichtig in solchen Plots, dass man die absoluten Zahlen mit angibt. Denn bei den geringen Zahlen hier 2, n ist gleich 2, wenn dort 11% steht, weiß man nicht, auf welcher Datenbasis das Ganze ist. Also es ist immer eigentlich, gehört zum guten Ton, dass man die absoluten Zahlen mit angibt. Das können wir auch gleich noch in der Überschrift machen oder in der Unterüberschrift vielleicht. Sub gleich paste von n. Ne? N gesamt gleich und dann die Summe der Tabelle. Hier kommen unsere insgesamt 17 Fälle raus. Und hier unten unsere Unterüberschrift wird dann mit n gleich 17 dargestellt, damit der Leser auch weiß, um wie viele Fälle insgesamt es sich handelt, damit man sich ein Bild davon machen kann, wie gut die Datengrundlage für die entsprechende Darstellung ist. Wenn ich da noch ein Leerzeichen einfüge, dann sieht das Ganze noch ein bisschen schicker aus. Soviel zum Tortendiagramm. Das nächste Video wird sich mit Balkendiagrammen beschäftigen, die eigentlich immer die bessere Option zu Tortendiagrammen sind, aber wer es partout machen will, weiß jetzt, wie Tortendiagramme in R zu gestalten sind.